Herzlich willkommen zu meiner Lecture Ethische Herausforderungen für digitale Grundkompetenz und Medienbildung. Die Entwicklung der digitalen Bildung möchte ich zunächst in den Blick nehmen. Und wenn wir dann mal darüber nachdenken, wie die Digitalisierung in verschiedensten Sektoren und Branchen ihren Weg genommen hat, dann stellt sich die Frage, wie sieht das denn bei uns in der Bildung aus? Und da ist es meistens auch so, dass die Digitalisierung immer noch hinter dem Pult stattfindet und nicht von den Lehrenden vorangetrieben wird. Face-to-face, also Präsenzlehre, ist weiterhin extrem wichtig geblieben und muss sie auch noch bleiben. Digitale Bildung ist in vielen Ländern, nicht nur weltweit, sondern auch hier in Europa, in Mitteleuropa, erst durch die Covid-19-Pandemie dann tatsächlich flächendeckend zum Einsatz gekommen. Mit teilweise allerdings dann auch sehr negativen Erfahrungen, weil wir einfach nicht vorbereitet waren. Die Herausforderungen ethischer Fragestellungen finden sich nicht nur in der Bildung, sondern auch in der Gesellschaft. Wir müssen sicherstellen, dass Bildung als Menschenrecht für alle dann auch tatsächlich erlebbar und zugänglich ist. Und meine Hypothese lautet, Open Education kann dort als Mittel, als Philosophie, als Ansatz große Hilfestellungen leisten. Während der Pandemie mit den Lockdowns konnten 463 Millionen Schulkinder allein in 2020 zu Beginn der Pandemie nicht lernen. Das ist jedes dritte Schulkind gewesen. Das müssen wir uns vor Augen halten. Es wurde 2021 und 2022 nicht besser, sondern schlechter. Das heißt, wir müssen hier auch darauf schauen, dass hier große Defizite herrschen in nachwachsenden Generationen, die wir auch nochmal kompensieren und angehen müssen. Diejenigen, die jetzt heranwachsen, die nutzen natürlich Smartphones, Digital Devices schon von klein auf an und sie sind hervorragend im Tastendrücken und im ganz schnellen Bedienen von solchen Endgeräten. Aber das heißt auch lange nicht, dass sie kritisch reflektieren und sie auch sinnvoll nutzen. Wir müssen Kompetenzentwicklungen den Schülerinnen und Schülern selbst erlauben. Wir müssen in den Schulen und auch in den Universitäten dafür sorgen, dass die Schülerinnen und selbst angeleitet werden und selbst dann aktiv werden können. Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir es schaffen, eine Gesellschaftsbalance hinzubekommen. Und die Frage ist, wo ordnen wir da die Bildung dann ein? Und diese Frage müssen wir uns selber stellen und die müssen wir gerade als diejenigen, die dann halt auch für die Bildung verantwortlich sind, beantworten. Das heißt, meine zweite These lautet, die digitale Bildung muss insbesondere wieder das öffentliche Gemeinwohl und das Bildungsideal fokussieren. Für die Kompetenzentwicklung heißt das, wir müssen nicht das Wissen in den Vordergrund stellen, sondern halt die Outcomes, also die Kompetenzen. Wie können wir die aufbauen? Wie können wir Schülerinnen und Schüler dazu die Möglichkeit geben und ermutigen, sich für zukünftige Aufgaben und für die Gesellschaft dann halt auch selbst zu bilden? Also weg vom Input hin zur Outcome-Orientierung. Ohne Digitalkompetenzen kommen wir nicht weit als Gesellschaft und kommen unsere Schülerinnen und Schüler auch in der Zukunft nicht weiter. Und das benötigt dann halt auch entsprechende Medienbildung. Wie gehe ich denn halt auch mit den verschiedensten Medienkanälen, Medienformaten dann halt auch um und wie kann ich sie dann halt auch sinnvoll und reflektiv nutzen? Künstliche Intelligenz wird massiv unsere Bildung verändern und ist auch schon dabei. Zum einen, ganz klar, muss festgestellt werden, künstliche Intelligenz ist natürlich ein völlig falscher Begriff. Es sind keine intelligenten Systeme, das ist keine Intelligenz, sondern das sind Maschinen. Und diese Computer führen natürlich dann Auswertungen durch, Automatisierungen und so weiter, aber sie sind nur ein Tool, ein Instrument. Und die Beziehung ist immer von Menschen zu Menschen, denn irgendein Mensch ist dafür verantwortlich, dass er diese KI Systeme dann halt auch tatsächlich gestartet wurden. Es ist nicht entscheidend, was hinten rauskommt, sondern es ist entscheidend, wie wir mit der KI umgehen, wie wir den Prompt nutzen, jetzt bei ChatGPT als dem bekanntesten Mittel, aber auch bei allen anderen KI-Systemen und wie wir dann halt auch mit dieser Nutzung von KI da unterschiedlichste Ergebnisse erzielen, die wir dann halt auch für kritische Diskussionen dann halt als Basis nutzen können. KI bietet sowohl Chancen als auch Risiken.
Künstliche Intelligenz muss international reguliert werden, denn die künstliche Intelligenz kann halt auch insbesondere dann halt Schul- und auch Hochschulbildung extrem verändern, zum Guten wie zum Schlechten. Und wir sollten dafür Sorge tragen, dass wir das halt steuern, in richtige Bahnen denken und entsprechend dann halt auch die Leitplanken setzen. Digitalisierung in der Bildung benötigt dringend Digitalkompetenzen und Medienbildung, auch wenn das trivial klingt, aber es ist dringend nötig, dass wir das noch stärker in den Fokus nehmen. Künstliche Intelligenz verändert viel stärker als alles andere zuvor und auch viel stärker als Covid-19 und die Lockdowns, unsere Bildung, aber auch unsere Gesellschaft insgesamt. Und wir müssen deswegen in der Bildung, aber auch in den einzelnen Schulen und Hochschulen, sowohl in der Bildungs- als auch in der Bildungspolitik, viel stärker mehr auf Demokratie, Menschenrechte und Gleichheit fokussieren und damit dann halt auch den Zusammenhalt und die soziale Gesellschaft unterstützen. Open Education ist da hoffentlich dann halt eines der unterstützenden Mittel dabei. Herzlichen Dank.